So, hallöchen und herzlich willkommen bei Stonehearth. Oder Stonehearth? Nein, Stonehearth. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich sage immer Stonehearth. So, jetzt sind wir schon in einer, ich weiß nicht wie viel Folge. Ich habe nicht mitgezählt, muss ich ehrlich sein. Es ist auch spät, es ist 1.38 Uhr. Und da weiß ich jetzt nicht so richtig, was machen die denn hier? Achso, die Leitern abbauen, weil die wahrscheinlich auf dem Dach waren. Und da zähle ich natürlich nicht mit, wie viele Folgen wir denn hier haben, in dieser Uhrzeit sowieso nicht. So, also ich würde sagen, unsere Stadt ist schon etwas heller beleuchtet. Einfach weil es schöner aussieht. Invasion! Wo sind die denn? Da oben. Oh, sieht gut aus. Nein, rennt weg, wenn ihr zu schwach seid. Idioten. Nein, Viertelherz. Ihr sollt wegrennen und nicht hinrennen. Oh, ist er doch dämlich. Oh Gott. Mann, was soll denn das hier? Genau, du kommst nämlich eigentlich hier hin. Ah, schönen Dank auch. Die Folge geht ja spitzenmäßig los. Zwei sind gestorben. Klasse. Genau, wir haben keine Bürger mehr. Das ist einfach wunderbar. Oh Mann. Der Mason hat so, die Mason hat es also erwischt. Okay. Und ein Worker. Oh Mann. Die Armen. Okay, wir haben einen Rückschlag, aber den werden wir schon wieder ausgleichen. Wir werden euch auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Euch drei. Oh Mann, das ist doch doof. Das ist echt doof. Wo kriegen wir denn jetzt diesen Schwung an Leuten wieder zurück? Es sind natürlich drei Leute, die einfach mal fehlen. Das ist nicht schön. Ich weiß nicht, ob die Moral jetzt... Okay. Wo haben wir das her? Uncharacterized. Okay, ich tue mal den Hasen jetzt einfach... Ich tue den jetzt vor dem Grab legen. Als Erinnerung an euch. Oh Gott. Was ist das denn? Naja, wenigstens was. Oh Mann, wir hätten einfach mal die Leute zurückschicken sollen. Naja. Du bist doch eine Frau, okay. Du bist bloß ein bisschen zu spät gekommen. Wir brauchen mehr Leute. Wo kriegen wir die Leute wieder her? Ja, toll. For children, of course. Jetzt ist es einfach nur ein Grabspielzeug. Naja. Wer baut denn jetzt das Haus? Wird das denn noch gebaut oder fehlt es jetzt einfach an Workern? Das ist natürlich doof. Ich hoffe mal, dass ihr trotzdem noch hier ein bisschen baut. Ah, sehr gut. Das Spiel ist so fair und gibt uns ein paar Leute zurück, Gott sei Dank. Wir machen dich erstmal zum Mason. Einfach damit ich es nicht vergesse. Dann müsste eigentlich alles wieder auf den normalen Stand sein.
Das fehlt natürlich jetzt hier. So, dann bau doch einfach mal hier. Das sollte reichen, denke ich. Vermute ich mal, hoffe ich mal. So. Naja. Dann bekommen wir am nächsten Tag hoffentlich auch wieder einen zurück. Da müsste das eigentlich ganz gut hinhauen. Ja, halt jetzt nur solche Leute, ne? Nur Arbeiter. Kein Dingesens. Worker. Den Footman zum Worker machen, ist aber auch eine doofe Idee. Da warten wir einfach mal den Tag ab. So, gleich ist Mittagspause. Hier ändert sich die Musik. Beziehungsweise es kommt eigene. So. Hat der eigentlich noch was zu tun? Anscheinend nicht. Man kann ja auch ein paar Dinge sonst bauen. Writing Desk. Schild brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht, aber ich baue es trotzdem mal. So ein Tor haben wir schon, ne? Ich glaube schon. Ja, eins haben wir schon. Machen wir doch mal einen Zaun drumherum, das sieht schöner aus. Hä? Oh, da fehlt es erstmal. Dann beauftragen wir doch mal den Herren hier mit ein paar mehr Zäunen. Machen wir mal 20 draus. So. Dann sieht das doch schon besser aus. Hier wird noch nichts gemacht. Geht ja auch nicht. Fehlt ja auch an Leuten. Aber die haben wir hoffentlich bald wieder. Denn es wird jetzt Tag. Nacht und dann Tag. So rum. Es ist schon spät. Das wisst ihr ja bestimmt auch. Ich habe es ja schon oft genug erwähnt. Die Aufnahmesession ist sehr spät in der Nacht. Da bin ich immer etwas ruhiger. Wusstet ihr, habt ihr das auch schon gelesen? Wo habe ich denn das gelesen? Dass wenn man länger als 18 Stunden wach ist, das den gleichen Effekt hat, als ob man 3 Bier trinkt. Ich glaube, das merke ich auch langsam. Aber ich muss zugeben, das finde ich doof. Aber ich habe noch nie in meinem Leben das Zeug getrunken. Ich hasse Alkohol. Tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht sehen. Ich frage mich, wie man das trinken kann. Naja, wie es einem schmeckt, man soll ja trinken, was man möchte. Mir schmeckt es jedenfalls nicht. So. Und ich verstehe es auch nicht, wenn Leute sagen, man muss es erst ein paar Mal getrunken haben, um es zu genießen. Da frage ich mich, hä, warum sollte ich es überhaupt erst so weit kommen lassen? Wenn es mir nicht von Anfang an schmeckt, warum sollte ich mich dran gewöhnen müssen, damit ich es dann trinken kann? Obwohl es ein Klischee, also nicht unbedingt gut ist, wenn man da zu viel davon trinkt. Fragt mich nicht. Manches verstehe ich nicht. Huch, Kamera. So. Sehr ruhig. Der Timer wird gleich wieder angehen. Ja, dann können wir eigentlich auch mal mitschlafen. Und da habe ich auch in echt gegähnt. So. Ein Typ kommt hergerollt. Was verkaufen wir denn mal? Das lohnt sich jetzt nicht so. So, das reicht.
Ah, Trevor Level 3 ist sehr schön. Das freut mich doch zu hören. So, ich denke mal... Ja, Timer, ich habe dich auf dem Schirm. Ich denke mal, eine Folge werde ich jetzt noch aufnehmen. So eine haben wir keine, das ist doof. Da habe ich mich ja ganz schön verzaunt jetzt in dieser Sache. Hahaha, was für ein schlechter Witz. Was überhaupt kein Witz war. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder, was dann auch erstmal die letzte für diese Aufnahmesession ist. Bis dahin, tschüss mit dir, haut rein, macht euch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Also dann, haut rein.